Luxon Eco. Wir sind heute bei Emosa in Homburg und machen eine kleine Vorstellungsrunde von Verbrennern, denn ihr habt die jetzt wieder ganz neu im Sortiment. Ihr habt eure Räumlichkeiten ein bisschen vergrößert, ihr seid umgezogen. Die Hausnummer bleibt gleich, aber ja, ihr seid quasi zu den, in ein größeres Geschäft gezogen, wo es auch eine schöne Ausstellungsfläche gibt. Und du hast gesagt, Verbrenner einfach wegen der Nachfrage, richtig? Ganz genau. Die Nachfrage, die ist halt eben schon sehr groß. Dementsprechend sollten wir halt eben auch auf die Kundschaft eingehen und nicht nur auf der Stelle stehen bleiben. Und ja, wir gehen mit den Verbrennern ins Rennen für diese Saison oder ab dieser Saison. Ja, der Luxon Eco, ein, ja, würde ich auch sagen, so ein klassisches Roller-Design. Was gibt es sonst so darüber zu wissen? Das sind halt eben so diese Starter, ja, also gerade für junge Leute, sage ich jetzt einfach mal, für kleines Geld kriegt man diese Fahrzeuge jetzt auch schon. Ne? Also ab 15 könnte man die schon fahren im 25er-Bereich, ab 16 im 45er-Bereich. Das sind jetzt 45 km/h Roller, also quasi 49 Kubik. Und wie gesagt, ist eigentlich nicht nur für Junge, sondern für jedes Alter. Ist halt eben ein sparsames Fahrzeug. Vielleicht kommt dieser Name auch daher, ne? Eco mit 2,2 Liter Verbrauch. Ja. Gibt es denn auch in anderen Farben oder nur in Silber? Tatsächlich gibt es den in Blau, in Grün, in Rot, in komplett Schwarz und in diesem Silber halt eben, ne? Und Weiß. Also wer sich da auch farblich verwirklichen möchte, hat da eine große Auswahl, wobei Silber natürlich immer klassisch und schön ist. Was ist denn so deine Kundschaft im Bereich Roller? Da kann man nichts dran festmachen. Also wir haben Kunden von, wie ich eben schon sagte, von 15 bis 85, mein ältester Kunde ist sogar 96. Ja? Mhm. Also von daher, aber das sind dann andere Fahrzeuge, die fahren. Aber der älteste Kunde in dem Bereich ist tatsächlich um die 84, 85 Jahre. Mhm. Die fahren immer noch. Also die wollen mobil sein, sehen sich in einem 3- oder 4-Rad noch nicht so, ja, fühlen sich halt eben doch noch jünger und kriegen bei mir auch die 2-Räder, wenn die sich darauf noch gut fühlen. Ne? Ja, ja, der Luxon Eco, vielleicht kannst du auch noch mal den Stauraum öffnen. Genau. Auch hier, oh, sehr viel Platz. Für so ein kleines Fahrzeug, ne? Ja, ich finde auch hier Großplatz, ja. Von der Größe wieder sehr kompakt. Was wiegt der? Hast du das gerade parat? Da sind wir auch bei 83 Kilo. Mhm. Also quasi ein Leichtgewicht. Dann würde ich auch sagen, vielleicht auch für Anfänger geeignet oder für jemanden, der vielleicht nicht mehr so viel Kraft hat, sprich ältere Leute. Ne? Genau, es kommen tatsächlich auch nicht unbedingt ältere Leute, aber halt eben Leute, die halt eben sagen, die packen ihre 300er oder ihr Motorrad halt eben nicht mehr oder selbst 125er. Es gibt große 125er, die halt eben sehr schwer sind. Mhm. Und dann kommen sie und wollen entweder ein kleineres Fahrzeug im Verbrennerbereich oder halt eben auch ein Fahrzeug, was halt eben leichter ist im Elektrobereich. Mhm. Also da ist alles offen. Ja, also kann man sich bei dir jetzt auch, ja, eigentlich kann man hier sein Wunschmodell finden. Ne? Vielleicht schwenkst du auch mal zu den E-Rollern. Also wie viele hast du denn aktuell in der Ausstellung, weißt du das? Also ich schätze jetzt mal irgendwas um die 40. Mhm. Und ja, man kann sich aber auch, wenn man jetzt hier in der Ausstellung nicht seinen Traumroller findet, kann man natürlich auch bei dir bestellen, oder? Ich habe sehr viele Modelle, die jetzt halt eben tatsächlich auch wegen dem Platz nicht hier drin sind. Mhm. Aber bestellbar ist halt eben wirklich vieles, was von den Herstellern halt eben angeboten wird. Also quasi alles, was im Katalog von den ganzen Herstellern, die ich vertreibe, drin ist, vertreibe ich hier auch. Und welche Hersteller hast du? Weißt du das auswendig? Oder? Ja, sicher. Nee, das ist ja Luxon, das ist Zündapp. Zündapp ist ja auch schon ein großer Name. Dann im Elektrobereich ist es Horwin, Super Soko. Was habe ich noch? Ferrari und Blues. Es gibt viele, also viele Modelle, viele Hersteller. Genau, und wenn ihr wollt, dann kommt doch einfach mal vorbei bei Emosa in der Eisenbahnstraße 36 in Homburg. Hast du schon einen Schwenk nach draußen gemacht? Wir sind nämlich gegenüber vom Homburger Hof, also echt easy zu finden, genau. Doppelt hält besser. gibt es noch was darüber zu wissen? Oder? Ja, im Endeffekt haben wir ja über das Fahrzeug ja schon alles erzählt. Technische Details haben wir erwähnt. Es ist ein
sehr lukratives Fahrzeug, Einsteigermodell. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Reinkommen, Spaß haben. Genau, und den Preis erfahrt ihr auch hier. Ich erkläre mal kurz, wir nennen den nicht im Video, weil sich die Preise natürlich auch immer mal ändern. Und je nach Modell oder vielleicht schaut ihr das Video ja auch erst nach einer gewissen Zeit. Heute ist der 12. März 2024. Und ja, dann könnt ihr alle Preise hier erfragen. Und bei euch kann man nicht nur Roller kaufen, sondern auch in Service geben, in Reparatur geben, in Wartung geben. Da bietet ihr auch das Rundum-Sorglos-Paket an. Genau, wir haben das Rundum-Sorglos-Paket, wie du sagst. Bei mir kann man auch finanzieren, leasen, Jobroller. Also hier kann man alles machen. Hier kann man herkommen, beraten lassen, Service, versicherungstechnisch kann ich euch beraten und auch direkt ein Kennzeichen drauf machen. Also bei mir gibt es das volle Paket. Genau, das wollte ich gerade fragen. Also auch in puncto Zulassung bekommt man da von dir Unterstützung. Genau, haben wir auch alles da. Super, also nochmal, kommt vorbei bei Emosa in Homburg. Auf der Webseite findet ihr auch weitere Infos unter www.emosa.de. Ihr könnt natürlich auch anrufen oder eine E-Mail schreiben, wenn ihr euch für ein Fahrzeug interessiert. Oder ja, vielleicht wollt ihr einfach mal vorbeikommen und ja, wollt vielleicht einen Termin machen, dann nimmst du dir natürlich auch gezielt Zeit, ne? Genau, also wenn man anruft, Termin macht, da muss man halt eben zwischen einer halben Stunde und Stunde rechnen, dass wir halt eben wirklich alles durchgehen können, dass alle Fragen beantwortet werden. Und die Zeit nehme ich mir dann dafür. Mhm, super. Ja, dann vielen Dank, dass du uns den Roller vorgestellt hast. Und euch danke fürs Einschalten und bis dann.